Sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Speedy, einen wunderschönen guten Abend. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to set. Think that work is essential. It's all in your mental, and I don't think you understand what I'll. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. So, meine Damen und Herren, halbi, hallo und herzlich willkommen zu Farming Simulator 22 Regensberg. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich weiß es leider halt noch nicht. So, wir werden mal ganz kurz den Weizen mal hier ein bisschen wieder. Naja, jetzt haben wir dezent. Einlagern. Deine Anhängung geht erstmal direkt durch die Decke, das kann man auf alle Fälle machen. Ich sehe mich schon irgendwann mal hier rausfliegen. Hoch in die Welt. Klaas es schafft. Moment. Okay, dann würde ich mal Sachen verkaufen. Ciao. Erstmal mieten. Was braucht das Ding? 240 PS. Man sagt meine Garage. Wie PS hast du? Ah, der Fan. Okay, passt ja wunderbar. Ich glaube, das war. Nee, da unten war das nicht, oder? Oder doch?
doch. Nee, der hinten war ja der Steinbrecher, oder? Alles klar, das können wir machen. Ja, ich war richtig gefahren, okay. So macht das bitte nicht mit seinen Geräten. Ich liebe die Lenkung, die ist einwandfrei. Stopp. Ich wollte eben gerade eigentlich normalerweise die Dame weghupen. Aber leider ist mir das misslungen. Also da beiß ich mit Sicherheit nicht durch. Der tät mich jetzt so wunder. Na ja, gut, das sind darauf hätte man andere Einfahrt. So, Baumenü. Habe ich jetzt eben gerade die Rechnung ohne mein Wirt gemacht?
Okay. Das machen wir bitte nicht. Ich dachte, das ist ja Gelblicht. Ich dachte, ich den Mod aktiviert. Egal, ich glaube, die Folge heißt dann planlos durch die Gegend.
Das ist geil. Ja, perfekt.
muss ich Support schenken. Kann man da was machen? Ne, komm nicht, oder? Ja, wir kümmern uns erstmal noch ein bisschen um die Baumwirtschaft, während hier mein Feld netterweise gesät wird. Kann ich mir später wieder leisten, irgendwann mal, denke ich.
So, die Forstwirtschaft, wo bist du? Forstmaschinen? Ja. So, dann bauen wir mal den guten alten Baumhäcksler. Oh. Wir fahren jetzt mal direkt gleich ins Waldgebiet. Ja, ich habe einen großen Wendekreis, ich vergaß. Bin schon ein bisschen älter. Weil das ist ja eine zweite Möglichkeit, Geld zu verdienen. Relativ günstig mit Mod, logischerweise, ne? Das hat keiner gesehen. Aber Zoom macht das selber. Ich werde gleich noch die ganzen Nacharbeiten machen. Jetzt die Preisfrage. Muss ich für das Waldgebiet das Grundstück kaufen oder nicht? Was hier nicht gerade eben in R? Also das war Hilfe anzeigen, alles klar? Okay. Mal Probe halber probieren, ob das Ganze hier funktioniert. Das habe ich mir schon gedacht, das ist nicht mein Gelände. Perfekt. Toll. Ha, aber das ist mein Baum. Cheerio! Oh, der Baum gehört doch nicht zu mir. Schade. Hab mich schon gefreut. Gut, dann machen wir hier sämtliche Bäume weg. Ist mir auch egal. Tschüss, Bürger. Er wollte dich mir veralbern.
auch nicht meine. What? Warum? Ist da vorne jetzt ja auch nicht meine oder was? Okay, das war meine. Da ist meine. Ich liebe Dekoration aus dem Wendt doof. Ja. Gut. Mal schauen, wie viel Geld es bringt. Das Hackschnitzel. Ach nee, Quatsch, ist schwer. Auf geht's! Lass uns Hackschnitzel verkaufen! 31 in den 21 Stunden! Ja, 100. Ja, 12.000 ungefähr. Schätze ich mal. Jetzt kommt Kohle rein! Ah, die Dollar, ich sehe sie schon.
Ja, knapp 12.000, weil ich ungefähr gesorgt habe. So, dann fahren wir doch zurück zum Hof. Wir sehen erstmal das hier vorne nicht als Fehlkauf an. Weil, ist nicht so. Spätestens. Wenn ich mal das Waldgebiet kaufe, holt sich ab. Genau. Springen wir mal ganz kurz zum Helfer um. Mach mal den Rest hier noch weg. Macht das? Da macht das, ja, da macht das. Wunderbar, der macht das, das ist perfekt, oder? Aber hat er ganz gut gemacht gehabt, ganz gut gearbeitet, ich bin sehr zufrieden. Das war der Helfer. Ja gut, es ist halt eben auch schwierig bei solchen großen runden Feldern einen Abstrich zu machen, ne? Also beziehungsweise hinzubekommen, dass der Helfer das auch ordentlich hinbekommt. Es ist ja immer noch ein Helfer, ne? Ist ja kein Vollprofi wie ich und die anderen Kollegen. Ach, egal. Ich sag auch mal, wenn ich irgendwie, wie man noch irgendwie die zweite Sämaschine mehr leisten kann, dann definitiv von zwei Seiten anfangen, was besser ist. Vielleicht werde ich das Feld irgendwann auch einfach mal ein bisschen einkürzen. Oder weiter, wer weiß. Aber ich glaube, das ist momentan mein geringstes Problem. Mein Problem ist, ich brauche Geld. Kohle. Und so.
Ja, aber Gott sei Dank ist die Seemaschine schon mittlerweile so groß. Also breit. Ja. Vielleicht hole ich mal irgendwann mal eine überdimensionale Seemaschine, also überbreite. Weil die lohnt sich, glaube ich, besser auf diesen großen Feldern. Erstmal querfeld ein wieder donnern. Im richtigen Leben macht man das natürlich nicht. Leute, ich habe jetzt tatsächlich geklappt, dass ich eine Spur hinter mir herziehe. Also quasi wieder alles kaputt fahre. Wenn das so ist, dann muss ich das Ganze doch bitte ändern. Danke. So, da kommen wir auch schon davor. So, wir lassen auch keinen mehr da aus hier. Bei bares Geld ist wahres Geld. Apropos, ich habe ein Hochbett zu verkaufen. Ein Kinderhochbett. Um das Ganze mal zu verdeutlichen, ne? Die linke Seite bleibt übrig. Ja, ja. Die linke Seite bleibt übrig. So sollte es sein, so kann es bleiben. Eieieiei. Super, hätte man das Feld abgeerntet. Perfekt. Das hat keiner gesehen. Alles muss genutzt werden als Ablagefläche, perfekt. So,
Meine Damen und Herren, das war es jetzt auch schon mit dieser Folge gewesen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heiß aus, bin ich immer. Bis zum nächsten Wochenende, bis zum nächsten Video. Lasst euch überraschen, wenn das Video kommt in den nächsten 3 Wochen. So. Und ich sag mal an der Stelle bye-bye. Cheerio. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.